Im Übrigen, falls ihr es nicht wissen solltet, die USA sind weltweit diejenigen mit den meisten Atomkraftwerken. Und was importieren sie? Von Russland Uran. Und sie haben tatsächlich diese Einfuhr von Uran von Russland um sage umschreibe das Doppelte erhöht. Erinnert ihr euch noch daran, als Habeck und Baerbock gemeinsam von vielen Ländern gefordert haben, Russland nicht zu unterstützen, gerade die wirtschaftlichen Beziehungen zu unterbinden, damit Russland nicht noch mehr Geld verdienen könnte? Ansonsten würden sie die diplomatischen Beziehungen doch etwas auf Eis legen zu solchen Ländern. Und nun ist herausgekommen, dass der große Bruder über dem großen Teich sich an alles hält, aber bestimmt nicht an die Wünsche von Habeck und von Baerbock. Denn die USA fördern russisches Militär und russische Wirtschaft. Dann wurde bekannt, dass die USA sehr, sehr viel Düngemittel aus Russland beziehen. Damit ist Russland hinter Kanada der zweitwichtigste Lieferant für die amerikanischen Bauern. Aber damit nicht genug. Es geht noch viel weiter und es hat noch enorme Auswirkungen. Während wir hier in Deutschland uns von unseren Berliner Jungs und Mädels erzählen lassen müssen, dass der Klimawandel notwendig ist und dass wir auf erneuerbare Energien setzen, ist die Situation in den USA ein bisschen anders. Denn in den USA gewinnt das Thema Atomkraft und Atomstrom wieder eine sehr, sehr große Bedeutung. Vor kurzem hatten US-Senatoren noch ein komplettes Einfuhrverbot für russisches Uran gefordert. Jetzt stellt sich heraus, dass die Vereinigten Staaten in Zeiten der West-Sanktionen gegen Russland nicht weniger, sondern mehr Uran importieren. Das berichtet die österreichische Seite Express. Und zwar viel mehr. Anhand von Daten der US-Bundesbehörde hat die russische Nachrichtenagentur Sputnik errechnet, dass die USA im ersten Halbjahr 2023 416 Tonnen Uran von Russland gekauft hat. Das sei 2,2 Mal mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres und die größte Menge seit 2005. In den ersten Monaten des Jahres 2022 hatten die USA 188 Tonnen Uran aus Russland gekauft. Auch die New York Times erklärte kürzlich, derzeit zahlten amerikanische Unternehmen jährlich etwa 1 Milliarde US-Dollar an die staatliche russische Nuklearbehörde, um den Brennstoff zu kaufen, der mehr als die Hälfte der emissionsfreien Energie der Vereinigten Staaten erzeugt. Die Zahlungen für angereichertes Uran erfolgten an die Tochtergesellschaften von Rosatom, die wiederum eng mit dem russischen Militärapparat verflochten sei. Das waren die Wirtschaft TV News. Bis zum nächsten Mal. Die EU betont, dass der Import fossiler Brennstoffe aus Russland deutlich zurückgegangen ist. Damit reagiert sie auf einen Bericht, der besagt, dass der Ankauf von russischem Flüssigerdgas in der EU im Vergleich zur Vorkriegszeit um 40% gestiegen ist. Ein Sprecher beteuerte, dass die EU versuche, sich so schnell wie möglich von russischem Gas zu trennen. Eigentlich hatte sich die EU dazu bekannt, keine Energieimporte aus Russland mehr beziehen zu wollen. Stattdessen sollte auf erneuerbare Energien und den Ankauf aus anderen Ländern gesetzt werden. Spanien, Belgien und Frankreich befinden sich jedoch unter den 5 größten Abnehmern von russischem Flüssigerdgas. Über ihre Häfen strömt das Gas aus Russland in die ganze EU. Macht Frankreich mit Russland gemeinsame Sache in Lingen? Ein französisches und ein russisches Unternehmen wollen im Emsland Brennstäbe für alte Atomkraftwerke russischer Bauart produzieren. Dem niedersächsischen Umweltministerium liegt ein entsprechender Antrag auf Änderung der Produktion vor. In Lingen ist man über das geplante Vorhaben empört. In dieser Produktionsstätte der französischen Firma Framatome könnten bald Brennelemente für osteuropäische Atomkraftwerke gefertigt werden. Das Brisante, der russische Atomkraftkonzern Rosatom möchte mit seiner Tochtergesellschaft in dieser Fabrik in Lingen einsteigen. Eigentlich hat Wirtschaftsminister Habeck nach dem Überfall auf die Ukraine die Zusammenarbeit mit Russland gestoppt. Mit einem Trick wollen die beiden Unternehmen trotzdem in Lingen produzieren.
Dafür haben sie in Frankreich kurzerhand ein Gemeinschaftsunternehmen unter einem anderen Namen gegründet. In Niedersachsen ist man empört. Kann nicht sein, wir lösen uns von der Abhängigkeit von Öl, Gas und Kohle von Putin. Und da kann es nicht sein, dass Atomkraftwerke betrieben werden in Zusammenarbeit mit russischen Staatskonzernen. Das muss beendet werden und das ist eine klare Forderung. Neben der fraglichen Kooperation mit dem russischen Unternehmen kritisieren Umweltschützer auch die Produktion an sich. Mitte April gehen die letzten Kraftwerke vom Netz. Deutschland kehrt der Atomenergie also eigentlich den Rücken. Wir müssen auch sagen, mit einer Fertigung von Brennelementen für AKWs in Europa, aber jetzt auch so wie geplant in Osteuropa bis hin nach Russland, fördern wir natürlich Atomkraft auch für die Zukunft. Und das kann kein Signal sein, was wir als Deutschland aussenden. Atomkraftgegner befürchten außerdem einen Urantransport nach Lingen. Für den 15. April haben die regionalen Gruppierungen deshalb eine Kundgebung vor der Brennelementefabrik angekündigt. Russland stellt durchaus eine atomare Bedrohung dar. Allerdings nicht durch sein militärisches Nuklearwaffenarsenal, sondern als Großmacht der zivilen Kernkraft. Mit seinen 37 Reaktoren rangiert Russland auf Platz 4 der Länder mit den meisten Atomreaktoren weltweit. Zudem dominiert es den Markt für Kernbrennstoffe auf eindrucksvolle Weise. Obwohl die russischen Uranminen lediglich 5% zur globalen Förderung beisteuern, hält Rosatom beeindruckende 27% des weltweiten Uranumwandlungsanteils und sogar 46% der Urananreicherungskapazitäten. Und das bereits Mitte letzten Monats gab es die Nachricht, dass Russland in seinen Uranvorräten an zweiter Stelle der Welt steht. Dabei ist dieses Ereignis vor dem Hintergrund der großen Zahl von Nachrichten aus dem Bereich der Politik völlig unverdient unbeachtet geblieben. Es ist erwähnenswert, dass Australien nach wie vor an erster Stelle der Uranvorräte steht. Die Russische Föderation hat es jedoch geschafft, durch den Erwerb von 49% des Budenow-Feldes in Kasachstan, wo das russische Unternehmen im Frühjahr dieses Jahres die ersten 50 Tonnen Uran abgebaut hat, den zweiten Platz in der Weltrangliste im Jahr 2022 durch Rosatom zu belegen. Übrigens war es Kasachstan, das vor den oben genannten Ereignissen die zweite Zeile der weltweiten Uranrangliste belegte. Neben Kasachstan kontrolliert Rosatom jedoch Lagerstätten in Australien, Afrika und sogar in den USA. Hier muss dem afrikanischen Kontinent besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Und es geht nicht um Niger. Eine echte Uranvorratskammer ist Namibia, das heute den 5. Platz in der Weltrangliste belegt. So hat Rosatom in diesem Land ein großes Vorkommen eröffnet und wird bereits im Jahr 2029 mit der Entwicklung beginnen. Warum ist das wichtig? Vor allem, weil Russlands eigene Uranvorräte bereits in den 50er Jahren auslaufen werden. Das gesamte Uranerz in der Russischen Föderation wird in Transbaikalien abgebaut. Die Produktionsmengen betragen jedoch 3000 Tonnen pro Jahr. Gleichzeitig erreichen die aktuellen Bedürfnisse Russlands nach Uran 5000 Tonnen. Das Defizit wird bis heute aus den angesammelten Vorräten und durch Importe ausgeglichen, um mögliche Szenarien mit einem Mangel an Uran für eigene Kernkraftwerke zu verhindern. Konzentrierte sich Moskau außerdem auf die Entwicklung von Technologien im geschlossenen Kreislauf und die Wiederverwendung von Rohstoffen und begann damit, Vorkommen dieses Minerals im Ausland zu kaufen. Übrigens war es der Erwerb eines Anteils an verschiedenen Vorkommen, der es Russland ermöglichte, in die zweite Zeile des Rankings zu gelangen. Und das in Zeiten, in denen immer mehr Länder den Kurs für die Entwicklung der Atomenergie nehmen, die selbst in der EU als umweltfreundlich eingestuft wurde. Daher beginnt sich der weltweite Markt für den Verbrauch von Uranbrennstoffen gerade erst zu bilden. Dabei hat Russland bereits darauf geachtet, sein größter Teilnehmer zu werden. Erklärt, wie warum der Westen keine Sanktionen gegen Russlands staatlichen Atomkonzern verhängt hat. Und Putin verkauft den USA noch immer Kernbrennstoff im Wert von fast $1 Milliarde. Als die Sowjetunion 1991 zerfiel, vereinbarten die USA und das neue Russland das sogenannte Megatonnen-zu-Megawatt-Programm. So erlangte Russland eine marktbeherrschende Stellung. Von der Rosatom, der 2007 von Wladimir Putin gegründete Staatskonzern, der russische Riese auf dem globalen Atomenergiemarkt außerordentlich profitiert hat. Ein Druck auf die EU, Rosatom im nächsten Russland-Sanktionspaket zu sanktionieren, wächst. Weder Brüssel noch Washington haben es gewagt, den Kernbrennstoff von Rosatom zu sanktionieren. Die USA haben die Anreicherung von Uran schon vor Jahren eingestellt und etwa ein Drittel des von ihnen verwendeten Kernbrennstoffs wird aus Russland importiert, dem größten und zugleich billigsten Produzenten der Welt. Und
Klar haben wir gefroren für den Frieden und klar haben wir auch den Gürtel enger geschnallt und klar akzeptieren wir, dass die Inflationsrate so hoch ist und klar akzeptieren wir, dass die Lieferkette unterbrochen ist und klar akzeptieren wir auch, dass immer noch nicht ganz eindeutig geklärt ist, wer überhaupt für die Pipeline-Sprengung verantwortlich gewesen ist. US-Militärwirtschaft will ja schließlich auch noch ein bisschen leben. Das ist ja auch egal, nicht wahr? Selbst wenn wir halt unsere Handelsbeziehungen zu China nicht aufrechterhalten können, ja, dann wird halt eben noch mal ein weiteres Loch in unserem Gürtel reingepackt. Ist doch egal.